Das war mal ein Statement. Ja. Ja. Guck mal nach draußen. Ist dunkel. Wird schon wieder hell. Das ja. Ist schon was. Ja. Ich glaube, die Nolo haben wir fast schon wieder geknackt. Obwohl wir uns diesmal wir haben uns eigentlich beeilt. Genau. Jobboy. Ja, Postgame-Show. Die Armee. Ich persönlich fand, war ein doch relativ ausgeglichenes Spiel, vor allem dafür, dass Carsten noch nicht alle Shenanigans kannte und gerade noch am Lernen war, war das eigentlich so ganz gut. Da geht aber auch der Dank an Tobi. Ohne Tobi wäre ich aufgeschmissen. Ja, ich meine, erstes Spiel und so, ich glaube, dann hättest du die Hälfte deiner Shenanigans vergessen. Ja, und das wäre das wichtig. Hälfte? Alles. Genau. Ja. Das Mega-Abfang finde ich total ätzend. Ich finde das lustig. Ja, musste mal den ganzen Scarabs da reinschicken, damit überhaupt irgendwas ging. Allerdings der Overlord, ja, war das ein spannender Nahkampf, oder? Ne? Also ich meine, ich musste leider reinpressen, ansonsten hätte ich den Arsch weggeschossen bekommen. Das wäre nicht so schön gewesen. Auf der anderen Seite, ohne DS2 an so einem Rip-Portal stehen, ist auch irgendwie so... Voll interessant. Der nackte Overlord ist halt auch nur ein nackter Overlord. Das ist komplett richtig, ja. Ich hatte die ganze Zeit gedanklich hier von SpongeBob Patrick im Kopf. Ja. Unabhängig davon war es doch effizient vom Spiel. Vom Spielen her war es doch eher zäh. Dementsprechend hätte sich in der nächsten Runde vielleicht meine spannende nächste Runde wieder vorbei. Tja, ich meine, so ist es oft, wenn man gegen Tau spielt. Man muss selbst ja den Beweg Part übernehmen. Die Tau schaffeln ja immer nur von links nach rechts. Habe ich nie gemacht. Nein. Nie gemacht. Genau. Schwing dein Ding. Dann da da dann 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 da 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 da. Darf ich den schneiden, weil das speichere ich nicht irgendwo. Mach das. Alles gut. Läuft. Wo ich ganz traurig war, war als zurück zu schwingen. Ja. So ein Scheiß. Dreier Retter, Reanimation, voll vom Feldkuchen. Na gut, die haben aber auch schon ganz schön viel Feuer entgegengekriegt. Das ist allerdings richtig, ja. Carsten. Ja, habt ihr gut gemacht. Ja. Kann man sich nie beklagen. Nein. Willst du was anderes sagen? Nein, überhaupt nicht. Mich würde interessieren, wie für dich das erste Spiel mit deinem Tau war, weil das war, glaube ich, das erste Spiel mit deinem ja, Tau. Ja, das war das erste Spiel. Ich habe ja, wie ich schon draußen gerade einmal sagte, ich glaube mehr Punkte, ich hätte große Probleme gekriegt, das überhaupt noch auf die Kette zu kriegen. Na, ging es. Muss man so sagen. Ja. Ich bessere Belohnung? Ich gelobe besser. Es ist zu spät. Du musst dich nicht mehr ausdrücken können jetzt. Scheiße, lass laufen, einfach in die Kamera reinquatschen, was du gerade denkst, ob jetzt der Satz anschließend noch Sinn macht. Ey, das ist sowieso hier nichts Neues. Ist viel zu spät schon. Gassen, kauf einfach die. Arbeite einfach die Einkaufsliste ab, die ich dir gegeben habe für deine Tau, dann wird es schon. Okay. Ich mach das, was Tobi mir gerade gesagt hat, ja. Das ist ja das Ärgerliche. Meine Tau habt ihr ja nie kennengelernt, weil ich glaube, einen Monat bevor wir den Channel angefangen haben, habe ich die in liebende Hände weitergegeben. Ich Idiot. Echt? Nee, das waren tatsächlich liebende Hände, aber meine Imperial Fists, das ist eine andere Geschichte. Ja, okay. Dieses Drama. Möchtest du jetzt auch noch einen Hans oder? Nee, ich wollte dich eigentlich fragen, was dir besonders gut an deinem Tau gefallen hat. Formation und Beschuss. Formation und Beschuss. Ja. Formation ist super gewesen und Beschuss 1A. Ja. Der Carsten ist eigentlich auch so ein kleiner Formationshengst. Nicht wirklich. Nein. Leute. Nein. Das Wort Hengst, ne? Also da habt ihr mich verloren. Ja, klar. Bin raus. Ja. Okay. Ich höre lieber Musik. Was soll dann Hengst, ne? Scheiße, es ist einfach zu spät. Das nimmt doch kein gutes jetzt sag doch mal vernünftig Tschüss. Wir wollten eigentlich eine vernünftige Postgame-Show hin. Das war schon zu schwierig, es ist schon viel zu spät. Ich glaube, ja, genau. Ich muss mal dringend wieder meine Tyrannien aufs Feld schmeißen, damit ich wählen kann. Nein. Ich hoffe, neben Carstens Anstrengung, seine neue Armee kennenzulernen, haben wir euch trotzdem ein bisschen Unterhaltung bescheren können bei dem Battle Report. Und wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal auch wiedersehen. Wenn ihr hier vorbeikommen wollt und mit einer Armee, die ihr eventuell ein bisschen besser kennt als das erste Mal spielen, einen von uns herausfordern wollt, der Carsten ist jetzt auch mit drin, quasi Tau sind freigeschaltet. Und wir würden uns dann über eure Herausforderung freuen, entweder
an die E-Mail-Adresse herausforderung@spielebude.com oder, das muss man ja mittlerweile auch sagen, kommen viele hier im Laden vorbei und fordern uns persönlich heraus. Egal auf welchem Weg ihr das macht, über jede Herausforderung freuen wir uns und sehen zu, dass wir euch hier auf die Bühne bekommen. Eine Anmerkung, YouTube-Nachrichten ist so ein Ding, weil die Kommentare, die scannen wir regelmäßig, Nachrichten werden aber in der YouTube-App nicht angezeigt, in der Studio-App. Genau, das ist ein Problem, ja, deswegen immer besser unten an die Herausforderung E-Mail. Oder über Facebook. Richtig. Ja, verhext, doch, darfst du jetzt nicht mehr sagen. Gas in der Zeit, vorsichtig auf. Der. Danke fürs Dran. Ja, das ist doch ein schönes Gesicht, oder? Man sieht die Uhrzeit, doch, das ist schön. Ja, man sieht die Anstrengung und der Gas umfasst mir das Gesicht. Ich habe ihm an die Hand gesauert. Alles läuft. So, sag mal, wenn du die Kamera jetzt wieder gescheit machst, Tobi, dann können wir auch uns gescheit Dankeschön. Machen. Dankeschön. Ja. Könnt ihr schon mehr unflätige Worte durch die Hand schmeißen? Ich lass es. Das ist meine Aufgabe. Das ist deine Worte, genau. Und bis dahin, das war eine scheiß Überleitung. Wie ist denn der Satz jetzt zu Ende? Zum Glück muss ich dieses Kauderwelsch nicht schneiden. Bis dahin. Nein, immer für euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal, sagen wir, immer schön. Weitermoschen.